Ich laufe hier rum und reporte die ganze Zeit. Was ist gerade passiert? Heute mal früh. Oh, Katsu, kann ich überhaupt nicht einschätzen als Imposter. Lass uns erstmal an die Task gehen. Ich habe meinen Schlüssel ein bisschen länger gesucht. Ich gehe jetzt erstmal in die Camps. Ich werde eine geile Cam-Runde machen. Mal schauen, ob ich den Mord beobachten kann. Aha, da kommt Yannick rein und Reto. Schauen wir mal. Da kommen alle wieder raus. Faszinierend. Reto zu den Camps. Lass uns runtergehen, Rosenkohl. Ich will gar keine Task, schade. Nehmen wir uns noch auf, dass wir meine Cards swipen. Okay. Hi, Masch. Jetzt, Herr Katze, hast du schon wen weggemacht? Nein, das ist ja traurig. Aber warte, ich will Punchy killen. Und dann wenden wir hier weg. Dann laufen wir mal in Lab rein. Leute, wir haben Punchy verloren. Gönne ich ihm, absolut. Oh nein. Unsere einzige Hoffnung. Wieder nett heute. Admin. Self-Report. Ja. Sorry. Sicher? Hast du seine Lifeline gesehen, Yannick? Also in diesem Admin-Raum oben rechts quasi, weißt du? Was, Raum oben rechts? Ja, also in diesem Admin-Raum ist einfach Gebäude. Ja. Du meinst beim Wasserspender? Raki, kann es sein, dass ich gesehen habe, wie du gewendet bist? Also ich habe dich nicht wenden sehen, Masch. Dann ist halt Lifelines, was weiß ich. Nee, Raki, wo warst du? Wo warst du letztes? Ich bin im Lab, ich habe gerade den Scan beendet. Wieso? Hat das jemand gesehen? Nö, ich war allein in der App. Wer ist gerade im Espresso mit mir? Kito, du was machst du gerade zum Masch? Ich bin gerade ins Espresso gegangen. Von oben? Von oben ich oder von na, unten? Na, ich kam von. Ich habe Punchy sogar noch gesehen, als ich mit ihm zusammen aus. Also, ich bin mit Punchy ganz am Anfang haben wir diese Storage-Task gemacht. Und ich bin dann nach der Storage-Task nach unten zu Weapons und er ist aber nach links, rechts gelaufen. Rosenkohl, ja, weißt du, was ich stand da auch zusammen mit, ich meine, es war, mit wem war das? Mit Reto, glaube ich, oder? Ja, mit mir und Kitsu. Ja, und da war ich, glaube ich, auch noch mit dabei. Ich bin da rechts und ihr beide seid dann, glaube ich, da rein. Yes. Ja, aber es ist Kitsu von oben gekommen, weißt du das? Bin ich. Ich habe ja auch ganz am Anfang das Licht angemacht. Aber ich denke mal von der Zeit her hätte das nicht gepasst. Den war eine Menge Lied Leute bei Lights. Kannst du mir auch antworten, Rosenkohl? Achso, was, bitte? Weißt du, ob sie von oben kam? Ich meine, ich kam von. Nicht du. Ach nee, Moment, ich weiß, was dich verwirrt. Ich stand erst neben dem Weapons-Ding. Ich bin nach unten gelaufen, weil ich dachte, ich hätte die Task unten bei dem Dings. Aber ich habe die beiden Tasken Weapons gehabt. Ich verstehe gerade gar nicht, was hier passiert. Worüber diskutiert ihr gerade? Nein, ich habe nur gesehen, dass ihr beide vor Weapons stand. An der Tür. Und ich hab die Tür geöffnet und ich bin dann kurz reingegangen, hab gesehen, ja, okay, da sind Tasten, bin dann gleich wieder raus. Woher du gekommen bist, Rosenkohl? Ich hab nicht auf Admin. Kannst du bitte beantworten? Warum bin ich das jetzt? Nick, warst du auch Specimen? Was? Ja. Hä? Warum wird Rosenkohl gebaut? Ich versteh's nicht ganz. Ich hab keine Ahnung. Victor, ich wollte immer Leute, die mit einem R starten. Das ist eine weirde Taktik. Haben wir so viele. Warte, ich muss kurz auf die Karte gucken. Da unten ist der. Ah, ich sehe schon. Noch zwei Tasken Specimen. Jetzt muss ich nach da oben. Nervig. Dazu sollte auch mal Windkill machen. Ich glaube, der ist nicht so killbereit. Laufen wir rein. Und dann legen wir unseren Schalter um. Schalter umgelegt. Und jetzt gehe ich. Ah, Alarm.
Smash hier. Sehr gut. Schauen wir mal, ob da auf der anderen Seite eine Leiche liegt, Marsch. Ist hier irgendwer? Ne. Hier scheint alles soweit normal zu sein, okay. Leiche liegt in Communications. Ja, wollte gerade reinlaufen. Nicht kommunikativ. Raki! Ja, danke. Danke. Danke, ich bin die ganze Woche hier. Kizu war mit Kazu in Weapons auf jeden Fall. Ja. Was war mit Raki gerade eben? Kizu ist aber verdammt lange vorher Raki schon raus. Reto müsste noch gesehen haben, wie sie rausgelaufen ist. Nee, ich hab dich nur reinlaufen sehen. Ja, ich stand an Weapons bis fast vor dem Alarm. Und dann bin ich hochgegangen und der Alarm wurde schon gefixt, also. Mhm. Ja, das ist aber trotzdem die Sache, dass du sie halt trotzdem. Ich bin halt links hochgelaufen und bin jetzt kurz vor den Cameras, also vor dem Campsroom. Okay. Da müsste mich Hepper, glaube ich, sogar gesehen haben. Aber wenn du diese Zeit nimmst, ich bin nämlich hochgelaufen, habe noch eine Tür aufgemacht, habe dann gesehen, dass Yannick oben links gefixt hat. Bin auch nochmal nach rechts und nach links gelaufen und dann bist du erst an mir vorbeigelaufen. Also das zeittechnisch ist irgendwie ganz komisch. Ich sagte doch, ich bin rein. Kizu ist an Weapons gewesen, an diesem Meteorschießteil. Ich habe die Task gerade erst angefangen. Kurz danach ist die schon rausgelaufen. Mhm. Ich habe die Task halt noch zu Ende gemacht. Dann mitten, also so fast gegen Ende der Task ging der Alarm los. Und dann bin ich halt hochgelaufen. Und kurz vor Camps bin ich dann sogar noch Heffer begegnet. Dann passt, könnte es sogar passen. Ja. Also Yannick schließt dann auch für den Killer aus, tatsächlich. Also außer der Killer ist sehr frisch. Der hat einfach links gefixt. Das habe ich durch den Spiel gesehen. Masch, da müssen wir beides sein. Wir beide sind Imposter. Ist das nicht eine schöne Abwechslung? Ich finde Rosenkohl schlimm. Also ich und Masch haben die Runde über Händchen gehalten. Wen könnt ihr so rausnehmen? Alle, die mit R anfangen, sind sass. Wieso? Okay. Komischer Buchstabe. Ich finde, wir sollten alle Worte, die mit Y anfangen. Yannick ist auch Wort okay. Auch, wisst ihr, welches Wort mit R aufhört? Imposter. Es ist ein Punkt. Wisst ihr, was der Buchstabe vor dem ersten Buchstaben von Sass ist? Y. Wer war denn am Ende hier bei Security Electrical? Ja. Da. Ich war da in der Nähe irgendwo. Ich war kurz vor Security. Die Ers haben mich gewotet. Nö, ich hab geskippt. Ach, da waren es Reto und Rosenkohl. Ich bin den Ers an. Dann bist du gleich tot, Yannick. Nein. Das Problem ist, ich glaube, der Sheriff lebt noch. Was hab ich denn noch für Task? Specimen. Gut, dann mache ich jetzt meine Task in Specimen fertig und dann bin ich auch durch mit Task. Sehr schön. Das Licht aus und die Tür zu. Lassen wir ihn mal ein bisschen killen, ich will entspannen. 1, 2, 3, 4. Dann habe ich noch die Manifolds. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gut, bin ich durch mit meinen Tasks. Das ist eine nette Abwechslung. Schauen wir mal. Oh mein Gott. Ich habe Reto gefunden. Ah, okay. Wo ist er? Der ist ziemlich schon tot. Seit ungefähr einer halben Minute. Also der liegt im Lab vor der Task mit der Temperatur. Aber woher weißt denn du das so genau? Ah, okay. weil ich den gerade reportet habe. Das kann nicht sein. Ich war nämlich gerade Lifelines. Das war's schon. War vor einer halben Minute bei Lifelines, Rosenkohl. Halt deine Klappe. Jungs, Erik hat gerade gelogen. Es ist Erik. Ich war wirklich. Ich war gerade eben bei Camps, da stand niemand bei Lifelines gerade eben. Ich weiß, dass Hepper da vorher war. Ich war auch kurz. Sekunde, es kann echt Rosenkohl sein. Ich bin nach Specimen rein von unten, von Admin USB. Und er kam von oben aus, Dings, wir haben uns da getroffen, er kam aus Lab, ja, wo auch die Leiche liegt. Ein paar Sekunden, nachdem Lights ausgegangen sind, ist Gil gefallen. Weil ich hab's genau gesehen, als an Lifeline. Ich glaube, als das Licht aus war, war er noch nicht ins Specimen. Er ist nach dem Lichtausfall gekommen. Deswegen sagt Raki auch, dass du es bist. Okay, Rosenkohl, gute Idee. Ich kann nicht sagen, dass du es bist. Ich kann nachschauen, ne? Und es sind Rosenkohl und Raki. Also er gibt gar...
Also wenn die Wahl zwischen mir und Rosenkohl ist, wäre ich für Rosenkohl. Ja, okay, dann Rosenkohl. Ich glaube halt echt, dass er es ist. Deswegen frage ich mich, warum Yannick mich anschuldigt. Also, wer glaubt, dass Rosenkohl es ist? Also Rosenkohl kam aus Snap, wo ich die Leiche gerade gefunden habe. Weil ich dritter Imposter sein kann. Ja, dann votet mich. Ihr werdet ja sehen, dass ihr verliert. Ja, tun wir auch. Yannick, du bist es nicht. Okay, Yannick ist safe. Rosenkohl hat Yannick gewotet. Werde ich mit Yannick rumlaufen. Ich meine, wir haben einen safe raus. Yannick, lass uns ein bisschen chillaxen. Also ich bin durch mit meinen Tasks. Musst du irgendwo hin? Also ich bin durch. Musst du irgendwo Task machen oder so? Keine Ahnung, ein bisschen Task machen oder so. Ich geh jetzt das Licht fixen. Dann zu Lights gehen. Oh, bin ich am Pylon hängen geblieben. Stellen wir uns in die Camps. Und dann bring ich dich um. Ha! Ha! Ja, so knapp! Woo! Wer hat denn jetzt seine Task nicht gemacht am Ende? In dem, wo ich hab das Emergency Meeting gerade aufleuchten sehen, als ich Yannick weggemacht hab. Warum war Rosenkohl denn so sass? Kann ich da nichts für? Ich war mein Kill. Du hast keine Ahnung, warum du mich nicht gesehen hast. Ich hab den Kill oben übrigens nicht gemacht. Den hat irgendjemand, den hat maskiert. Das war ich. Ja, deswegen, die Story hat da jetzt so weit gestimmt. Händchen dafür, Leuten nicht zu sagen, was sie genau hören wollen. Das war echt. Es war einfach mal 100 Sekunden verschwendet dadurch, dass Rosenkohl nicht geantwortet hat. Ja. Reto hat dich tausendmal gefragt, von wo Ki zugekommen ist. Nichts, wo du warst. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Ich habe das nicht verstanden. Jo, vielmal habe ich das gefragt. Mindestens. Ja, also so viel zu Rosenkohl, niemand lost. Ja, Rosenkohl immer lost. Das war so eine schöne Runde, die werde ich hochladen. War die perfekte Vorlage für Ratschüler.